Okay, prima. Wein degustieren ist ein Prozess. Also sehen, riechen, schmecken sind die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle dringend, verdeckt zu verkosten. Das kann man nicht oft genug sagen. Das ist meine Mission. Warum verdeckt? Das hat drei Vorteile. Erstens riecht man viel mehr, schmeckt viel mehr, sieht viel mehr, wenn man nicht weiß, welchen Wein man im Glas hat. Man ist unvoreingenommen, ja, ganz wichtig, keine Vorurteile. Und also Vorurteile vor allem, die halt berühmte Namen mit sich bringen oder Weine, die sehr billig sind. Auch diese Weine haben sofort ein Image weg. Und der dritte wichtige Schritt ist, dass nur wenn ich verdeckt verkoste, kann ich die Thesen und die Wahrnehmung, das sind erstmal Thesen, schließlich auch beweisen, indem ich dann eben später auf das Flaschenetikett schaue.